Goldmelone, Speiseschrank und Prügelkiste. Einst vor langer, langer Zeit lebte ein Mann namens Ton, der Standhafte. Ihm war die Aufgabe übertragen worden, Landpfleger zu sein. Seine Frau hieß Tan, die Mildtätige. Sie wohnten und speisten zusammen, bis ihnen eine Tochter geboren ward. Der gaben sie den Namen Buaton, einsame Lotusblüte. Beide liebten sie Bua sehr, und Ton war ganz besonders stolz auf sie. Er hatte nur einen Fehler. Von brausendem Gemüt war er und leicht erregbar zum Zorn. Wenn er ärgerlich war, ließ er seinen Wut an jedem aus, der ihm begegnete, auch an der zarten Bua, die er sonst so liebte, umsorgte und umhegte. Eines Tages war Bua im Schlafzimmer der Eltern, als eine Katze hereingesprungen kam und voller Mutwillen auf die Schlafmatte hüpfte. Bua wollte das Tier verjagen, stieß dabei an den Behälter mit Betelwasser, der neben dem Lager stand, und alles ergoss sich über die Matte. Ton sah es und ergrimmte fürchterlich. Sie sei ein unnützer Mensch, schrie er, dass sie niemals die Gattin eines vornehmen Mannes werden könnte, ja, überhaupt eines Menschen. Einzig in der Menge des Waldaffengezüchts wäre noch Hoffnung, einen zu ihr passenden Gatten zu finden. Als Bua das hörte, tat ihr das Herz weh, und sie nahm sich vor, wenn sie groß geworden wäre, unter keinen Umständen die Frau eines Menschen zu werden. Aus Trotz wollte sie nur die Frau eines Affenmannes sein. Als Bua das 15. Jahr vollendet hatte, war sie zu einer hübschen Jungfrau erblüht, und ihre Schönheit wurde überall gerühmt. All die vielen Jünglinge hofften insgeheim, sie zur Frau zu gewinnen. Und an einem einzigen Tage kamen nicht weniger als 15 Freier und boten ihr die Betelschale. Ton und Tan, die Eltern, empfangen die Gäste in freudiger Zufriedenheit, denn sie waren stolz auf ihre schöne Tochter und glücklich, dass an einem einzigen Tage 15 Jünglinge gekommen waren, um sich als zukünftige Schwiegersöhne vormerken zu lassen. Die beiden Alten wiesen keinen der Anträge zurück, sondern überließen die Wahl ihrer Tochter. Bua jedoch lehnte jeden einzelnen ab. Die Männer alle, die den Beteln abhielten, mussten daher umkehren. Ihre Hoffnung, die Jungfrau zur Gattin zu erhalten, mussten sie begraben. Und sie war doch so schön an Körper und Herz. Als Bua 19 Jahre alt war und wieder einmal ein Jüngling sein Glück bei ihr versuchte, da wies sie ihn ab wie alle vorher und sagte zu ihrem Vater: »Ich will einen Affen zum Mann haben und keinen Menschen. Du brauchst daher niemanden Antrag mehr entgegennehmen. Ich würde sie doch alle nur abweisen.« Ton war außer sich vor Grimm, wusste aber nicht, was er tun sollte. In der Regenzeit des nächsten Jahres wurde Bua krank. Sie sah in ihren Fieberträumen einen Affenfürsten, der gekommen war, um bei ihr zu liegen. Bua aß nicht mehr und schlief nicht mehr. Im Fieberwahn träumte sie nur noch von dem Affenmann. Wenn sie die Augen schloss, stand er vor ihr und begehrte von ihr Liebe. Bua fühlte, wie sie jedes Mal mehr Zuneigung zu ihm fasste. Als sie das Sehnen in ihrem Körper nimmermehr ertragen konnte, flehte sie ihren Vater an, ihr zu helfen und sie zu führen, denn sie wollte sich aufmachen, den Affenfürsten im Walde zu suchen. Wenn sie ihn nicht fände, sagte sie, wolle sie sterben. Ton bezwang sein Gemüt und führte seine Tochter in den Wald. Dort kamen ihnen die Affen aus dem Gefolge des Affenfürsten entgegengesprungen und geleiteten sie zur Wohnung ihres Herrn.
Königlich empfing sie der Fürst und nahm Boa zur Frau. Bevor Ton zurückkehrte, gab ihm der Affenfürst eine goldene Wassermelone. Die sollte er nach Hause mitnehmen. Ton ärgerte sich über die geringe Gabe und grollte: Ich habe ihm meine Tochter gegeben, eine vollreife Menschenfrau, und er entgeht mir die Gabe mit einem nichtigen Wasserkürbis. Er wusste nämlich nicht, dass die Melone ganz und gar aus Gold war. Er nahm also die Frucht auf die Schulter und kehrte um. Unterwegs entschloss er sich, seine Last nicht den ganzen Weg bis nach Hause zu schleppen, sondern am Waldrand in der Hütte eines Freundes einzukehren und sich auszuruhen. Er erzählte dem Freund seine Geschichte, wie er dem Affenfürsten seine Tochter gebracht und als Gabe die Wassermelone erhalten habe. Da er Hunger hatte, hieß er den Freund, das Fleisch der Melone zu kochen und zuzubereiten. Sie wollten beide davon essen. Die Frau des Freundes kam herein und nahm die Melone mit in die Küche. Aber als sie die Frucht in Scheiben schneiden wollte, glitt das Messer ab und sie erkannte, dass sie eine Melone aus schwerem Gold vor sich hatte. Geschwind versteckte sie ihre Beute und kochte stattdessen eine gewöhnliche Wassermelone. Als alle davon gegessen hatten, waren sie satt und zufrieden. Ton verabschiedete sich von seinem Freund und zog erleichtert und fröhlich von dannen, um seiner Gattin zu berichten, was er am Walde erlebt. Nicht lange danach begann die Sehnsucht nach ihrer Tochter, der armen Eltern, zu plagen. Nicht nur das, es kam eine Hungersnot über sie, und als Mutter Tan es gar nicht mehr ertragen konnte, schickte sie ihren Gatten Ton in den Wald zu ihrer Tochter. Als Ton beim Lager der Affen ankam, trat ihm der Affenfürst mit den schönen Boa entgegen, um ihn nach dem Brauch zu empfangen. Ton erzählte, wie sie in Not gekommen waren und verschwieg auch nicht, dass er im Hause seines Freundes den Wasserkürbis des Affenfürsten gekocht und gegessen hatte. Da wusste der Affenfürst natürlich gleich, dass die Goldmelone für seinen Schwiegervater verloren war. Um ihn zu trösten, gab er ihm ein Zauberschränkchen. Von nun an, sagte er, brauchen Vater und Mutter nicht mehr Not zu leiden. Denn wenn ihr hungrig seid und etwas zu essen haben wollt, so braucht ihr nur an das Schränkchen zu klopfen. Und jedes Mal wird ein Diener heraustreten, um euch 12erlei Fischfleisch und Süßspeisen von 12 Arten vorzulegen. Da freute Ton sich sehr und nahm gerührt von seinem Schwiegersohn und seiner Tochter Abschied. Bevor er jedoch nach Hause ging, kehrte er wieder bei seinem Freund ein und erzählte ihm die Geschichte des verzauberten Speiseschränkchens. Zum Beweis klopfte er an die Tür und sofort kam ein Diener hervor und trug Fischfleisch von 12 Arten und 12erlei Süßspeisen auf, fein säuberlich aufgereiht vor den Stauden. Da lud Ton den Freund und dessen Frau ein, zuzugreifen, und sie ließen es sich munden. Das Mahl war so reichlich, dass alle, die da im Hause waren, satt wurden, die ganze große Familie. Dann nahm Ton das Zauberschränkchen wieder auf die Schulter und kehrte nach Hause zurück. Alle Not hatte für Ton und Tan nun ein Ende. Die Kunde von dem Zauberschränkchen, das Ton besaß, verbreitete sich schnell auf allen Wegen zu allen Orten des Reiches. Schließlich wusste es jedermann im Land, sogar der Fürst in der Stadt. Einmal gab der Herrscher ein großes Festessen in seinem Palast. Hochvornehme Gäste sollten bei ihm speisen und die Mönche ihr Speiseopfer erhalten. Auch Ton und Tan wurden geladen. Sie sollten aber nicht vergessen, ihr Schränkchen mitzubringen. Stolz speisten sie bei Hofe. Doch als das Festessen vorüber war, gab der Fürst den Zauberschrank nicht zurück. Und Ton und Tan mussten mit leeren Händen heimgehen. Da beklagten sie gegenseitig über ihr Unglück. Und am Ende entschloss Ton sich, noch einmal seinen Schwiegersohn um Hilfe zu bitten. Er erzählte ihm allen seinen Kummer, und der Affenfürst war empört,
über das ehrlose Verhalten des Herrn der Stadt. Darum gab er ihm eine Zaubertruhe. Das war eine Prügelkiste. Die sollte er ins Haus seines Freundes tragen und danach in den Palast des Fürsten. Dort brauche er sie nur zu öffnen, dann sollte er sie getrost zurückbringen. Ton nahm die Zaubertruhe auf die Schultern und schleppte sie zum Hause seines Freundes. Als der Freund und seine Frau ihn mit seiner Last kommen sahen, dachten sie, was mag Ton uns heute wohl wieder Schönes bringen? Sie beeilten sich, ihn zum Sitzen einzuladen. Aber Ton wartete nicht lange, sondern öffnete die Kiste. Da kam eine Rotte kräftiger Männer ans Licht, und sie knufften und stießen den Freund und seine Frau vor sich her, und alle schrien wie aus einem Mund, »Gebt die Goldmelone zurück! Gebt die Goldmelone zurück!« So erhielt Ton sein Geschenk wieder. Als er es in den Händen hielt, schlug er die Prügelkiste zu, nahm sie auf die Schulter und ging geradewegs zum Palast des Herrn der Stadt. Der Fürst empfing ihn freundlich. Ton sagte nichts, sondern öffnete nur die Kiste. Da kamen die Männer wieder hervor und stürzten sich auf den Herrscher und riefen, »Gib das Zauberschränkchen zurück!« Als der Herr die Prügel nicht mehr ertragen könnte, händigte er Ton den Speiseschrank wieder aus. Nun hatte Ton seine Wunderlinge Dinge wieder und brachte die Prügelkiste zurück. Jetzt verstand er endlich, dass sein Schwiegersohn kein gewöhnlicher Affenfürst war, sondern ein verwandelter Gott. Das machte Ton und Tan mächtig stolz. Von nun an lebten Vater und Mutter mit ihrer Tochter und ihrem Sohne zusammen in immerwährendem Glück.